Ich schaue mir heute das Armenviertel von Dubai an und wurde von Prostituierten bedroht. Viele Touristen kommen wegen Luxushotels, Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten. Dubai ist zum Beispiel bekannt auch für zahlreiche Weltrekorde, wie zum Beispiel der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt mit 828 Meter. Zum einen ist Dubai auch eine Freihandelszone. Diese Zonen ziehen viele internationale Firmen an, zum Beispiel auch über Steuerbegünstigungen. Bis vor 190 Jahren war Dubai noch eine Wüste. Temperaturen von über 45 Grad sind im Sommer keine Seltenheit. Im Jahr 2022 besuchten über 14 Millionen Touristen Dubai. Die Stadt möchte aber noch mehr Besucher anziehen und hofft jährlich 25 Millionen Touristen zu begrüßen. Der Ausländeranteil in Dubai beträgt tatsächlich 90% aus über 200 Nationen. Wir schauen uns jetzt aber nicht das Zentrum von Dubai an, wie zum Beispiel Downtown, sondern Dubai Dera. Dort leben zum Beispiel die Gastarbeiter aus Indien oder Pakistan und zum Beispiel auch die Taxifahrer. Solche Viertel verfallen, weil der Tourismus eher sein Geld im Zentrum lässt. Zum Beispiel gibt es in Dubai Dera auch Prostitution, was eigentlich in Dubai strengstens verboten ist. Leute, wir sind angekommen im Armenviertel. Man sieht auch direkt, es ist hier schon eher dreckig und ja, irgendwie ein bisschen versifft. Schaut euch das mal an. Also man könnte gerade auch irgendwie in Albanien sein vom Gefühl her. Erstmal muss ich ein Parkticket ziehen. So Leute, ich bin mal gespannt, was das kostet. Ich hoffe, das reicht. Boah, ich verstehe gar nichts. Ich schmeiß einfach genug rein. Boah, ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert jetzt hier. Ich habe jetzt 4 AED bezahlt. So Leute, schaut euch das mal an, ey. Alter, das sieht's. Okay, verkaufen die Autoradios. Lol. Schaut euch das mal an. Irgendwie fühlt sich das total verkehrt an, mit dieser teuren Kamera hier rumzulaufen. Alter, was hat der denn für staubige Sachen hier? What the fuck? Hier einfach eine Katze. Nee, ich fasse die nicht an. Oh, hier kannst du Tuning-Scheinwerfer kaufen. Die sehen aber wild aus. Deutscher TÜV sagt nein. Hier ist ein kleiner Supermarkt. Was haben die hier? Oh, sind das nicht kleine Seitenstraßen hier? Man muss schon sagen, also die Straßen in Dubai sind ja sehr hoch, wenn man irgendwas hinschmeißt. Und hier ist halt wirklich überall Müll. Also hier wird alles hingeworfen. Sieht richtig unschön aus, um ehrlich zu sein. Ja, auch. Boah. Alter. Also ich muss schon sagen, das fühlt sich schon echt falsch an, mit den Lamborghini hier in dieses Viertel zu fahren. Mich würde das echt gar nicht wundern, wenn irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, wenn was kaputt gemacht wird, aber fühlt sich halt echt ein bisschen komisch an hier. Hier ein Friseur. Hier sind echt viele Shops aneinander. Ach, schaut euch mal die ganzen Tauben hier an, ey. Tauboga. Irgendjemand hat hier tatsächlich Taubenfutter hingelegt wahrscheinlich, ne? Also ich habe hier wirklich gar nicht das Gefühl, dass wir irgendwie in Dubai sind. Das ist wirklich krass. Es ist halt wirklich irgendwie, kann so Albanien, Türkei, irgendwie sowas in die Richtung. Vielleicht auch ein bisschen Kroatien-Vibes. Das Ding ist, hier gibt es ja tatsächlich auch Prostitution. Das ist ja in Dubai eigentlich strengst verboten. Also wahrscheinlich ist das so ein bisschen, ja, heimlich halt, ne? Gehe ich mal von aus. Boah, hier wieder eine Katze. Die ist ja geisteskrank abgemagert, ey. Scheiße. Schaut euch die mal an. Boah, ich glaube, hier ist ein Supermarkt oder so, oder nee. Da kann man, glaube ich, nur so Gewürze und so kaufen. Ah, nee, ist doch ein Supermarkt. Ich gehe da mal rein, ich hole mir was zu trinken. Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich fühle mich hier unwohl mit der Kamera. Ohne Spaß. Hier, gibt's hier was zu trinken? So, mal hier. Ein Energy Drink wäre jetzt nice. Muss mal schauen. Red Bull. Oh ja, hier gibt's Red Bull. Ich bin mal gespannt, ob das günstiger ist als in Dubai. Wir sind jetzt hier nur so 15 Minuten weggefahren vom Zentrum. 2,50 Euro. Nee, ich glaube, das ist genauso teuer wie in Dubai tatsächlich. Boah, schaut euch mal diese engen Gänge an, ey. Das Ding ist, Red Bull ist ja sogar ein deutsches Produkt, glaube ich. Aus Österreich kommen die. Und hier einfach auch ohne Pfand mit arabischer Schrift. Du kannst auch noch Uhren kaufen und Handysachen. So Leute, jetzt hole ich mir nochmal eine Cola. Mich würde mal interessieren, was kostet das? So eine Cola hier. Ich glaube, in Deutschland kostet die 80 Cent. Ja, das kann man hier so kaufen. Nüsse und so.
Obst. Boah, hier. Was ist das denn für eine fette 7-Up, ey? 2 Liter oder so. Thank you. So, Leute, es war richtig günstig. Wir haben 13,75 bezahlt für eine Cola, eine Banane, eine Kurkuma und einen Red Bull. So, Leute, jetzt geht's hier weiter. Hier kann man wieder Uhren kaufen. Teppiche. Das ist so eine Hitze hier. Was ist das denn? Schauen wir mal weiter hier. Kannst Wasser holen. Ja, mir ist aufgefallen, die Leute popeln hier wirklich oft. Ja, nee, das darf man, alles gut. Hier ist eine Fleischecke irgendwie. So. Da ist ein Friseur, da kann man so einen. Hier kann man einmal so diesen Up-Red-Haarschnitt machen. Lol, der sieht wirklich aus wie Up-Red, ey. Ist das crazy? So, jetzt ist hier wirklich so eine Fleisch-Area, glaube ich. Boah, so richtig dicke Schenkel kann man hier kaufen. Das wird wohl Ziege sein. Boah, hier ist wirklich viel Fleisch, ey. So, Leute, ich teste jetzt mal das Red Bull hier in Dubai. Ich bin mal gespannt, ob das genauso schmeckt wie bei uns. Preis ist auf jeden Fall teurer als bei uns. Und aber ohne Pfand. Also ich bilde mir ein, dass er ein bisschen lower schmeckt, nicht so intensiv bei uns. Hier sind aber auch überall Kameras. Das Ding ist, die ganzen Taxifahrer und so, die verdienen irgendwie nur so 400 Euro im Monat. Und die leben halt hier, die leben nicht in Dubai, weil es zu teuer ist. So, Leute, das Ding ist wirklich so, der Schweiß, also wir haben es 40 Grad, der Schweiß, der läuft so komplett den Rücken einfach runter. Also wirklich, ich bin so krass am Schwitzen. Beim Sport zum Beispiel schwitze ich nie so krass, aber hier ist es wirklich richtig krass, auch am Auto. Ich habe jetzt auch meine kleine Kamera nicht im Auto gelassen, weil es zu warm war. Nachher geht die irgendwie kaputt oder so. Das Problem ist auch in Dubai, dass ich auch manchmal mein Handy oder meine Kamera einfach ausschalten, weil es einfach zu heiß ist und der Akku geschützt werden muss. Das ist wirklich krass. Boah, hier ist ein Reisebüro. Boah, ich bin so am Tropfen, ey. Das ist richtig krass. Ja, es ist kein Bazar hier. Schaut euch mal die Seitenstraßen an, ey. Es ist wirklich echt dreckig. Also man muss schon sagen, leider ehrlicherweise ist es schon echt verkommen eigentlich. Im Vergleich zu Dubai jetzt. So, Leute, hier ist einfach so komplett random so ein Spiegel, ey. Darauf essen wir einen Red Bull. Irgendjemand hat hier 7 Jahre Pech jetzt. Okay, Leute, auch eine Katze. Die sucht Zuflucht von der Hitze. Von hier bin ich ungefähr gekommen. Tatsächlich. Hier bringt Leute Taxifahren sehr, sehr billig. Also zahlen meistens für eine Taxifahrt nur so 3-4 Euro. Jetzt geht's hier weiter. Hier sind schon so Sachen. Uhren kannst du kaufen, eine Rolex. Oh, sorry. Was ist das? So, Leute, hier irgend so eine Seitenstraße, hier die ganzen Klimaanlagen. Boah, es ist so eine Hitze, es stinkt auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen. Der Glanz von Dubai ist weg hier. Boah, ich bin so am Tropfen, ey. So, Leute, auf jeden Fall. Ich hab nichts verstanden gerade. Es fühlt sich schon ein bisschen verkehrt an, hier so ein bisschen rumzulaufen, ehrlich zu sein. Ich verstehe das auch oft nicht. Aber ich denke mir so, irgendwie könnte es schief gehen. Weil ich habe halt noch nicht im Kopf, dass wir so in Dubai sind. Sondern halt in der Türkei. Und in der Türkei würde ich jetzt hier alleine nicht so rumlaufen und so alles filmen. Ja, mal schauen. Na, bisher sind die Leute super freundlich. Ist halt nur sehr heiß und voll, muss man sagen. Mit Apotheke, glaube ich. What? Why are you touching glass in your camera? So, Leute, also das war gerade ein Beispiel, dass es manchmal auch ein bisschen schief geht, aber glaube ich, eine Prostituierte, die ein Problem damit hat, dass ich filme. Naja, keine Ahnung, aber kann passieren. Die anderen waren sonst super nett bisher. Hier kann man schwarze Hähnchen kaufen. Wer ist das denn hier? Eine E-Klasse als AMG.
Ja, scheint mir so, als wenn das nur so ein Bodykit wäre. Das Krasseste in Dubai ist aber, dass die Scheiben vorne immer getönt sind. Das sieht richtig heftig aus. Allerdings ist das Problem dann immer, dass man, ich habe das bei den Lambo auch, und ich kann da immer nicht so gut durchgucken. Also ich, wenn ich eine Sonnenbrille auf habe, dann sehe ich manchmal den Verkehr von der Seitenscheibe aus kaum noch. Also ich muss schon sagen, den Bazaar habe ich jetzt hier gar nicht gefunden tatsächlich. Schreibt euch unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo man hier langlaufen muss. Ich laufe jetzt schon seit 45 Minuten rum, es ist wirklich geisteskrank heiß hier. Also ich habe auch keine Sonnencreme, nix hier am Start. Ich würde sagen, gleich probiere ich hier mal einen Döner. Mich würde interessieren, was ein Döner hier kostet. Und vor allem, wie der schmeckt. Schreibt euch unten in die Kommentare, ob ihr in Dubai schon mal einen Döner gegessen habt. Hier auch wieder Katzen. Katzen gibt es hier, Hunde nicht. Yes, Belga. Hallo. Man Uhren kaufen. Ich glaube tatsächlich, dass der Bazaar ja, möglicherweise noch nicht auf war. Ihr könnt ja hier sehen, relativ viele Läden haben noch zu. Wir haben es ja, 14.30 Uhr, schätze ich mal. Das scheint mir so, als wenn wir hier wirklich zu haben bisher. Vielleicht liegt das auch daran, weil es irgendwie außerhalb der Saison ist. Wenn die Touristen fahren, dann lohnt sich das vielleicht gar nicht für die. Ja, aber so sieht man mal den Bazaar, wie der aussieht, wenn der nicht, wenn der auf jeden Fall leer ist. Ist schon schade, das so zu sehen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja? Schaut euch das mal an, wie kaputt das hier ist. Ich sage euch ganz ehrlich, wohnen würde ich hier nicht wollen. Hallo. Thanks. Was wir auch mal, ist halt so ein Parfum-Test, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich mal so Parfums ausprobieren würde, wie gut die Fälschungen sind, weil ich glaube, die haben ja auch Parfum-Fälschungen. Rolex-Fälschung habe ich schon gesehen. Thank you. Aber Parfums ist ja auch mal interessant, wie dieses Jahr schon ist, wie lange die so halten. Ja, aber es ist wirklich krass. Also ich werde hier gar nicht, außer von den Prostituierten, gar nicht blöd angemacht hier. Die sind wirklich alle, hallo, sehr, sehr freundlich bisher und hilfsbereit. Oh, hier sieht es ein bisschen schicker aus. Das ist, glaube ich, so eher so die Innenstadt. Oh ja, das zeige ich euch mal. Auch mal hier die schöne Seite hier. Sieht sehr, das sieht sehr schön aus hier. Schaut euch das mal an hier. Sehr, sehr gut. Ich glaube, dass das hier so eine Art Einkaufsstraße, so eine Shoppingmeile. Die ist aber wirklich, die wirkt hier viel offizieller auf jeden Fall als diese Seitenstraßen. Und hier, sind noch überall Ventilatoren. Das ist wirklich sehr angenehm kühl hier. Hier kann man es aushalten. Ja, also ich denke mal, dass ich jetzt auf jeden Fall was essen werde. Ich habe richtig Hunger, ey. Und mein Parkticket läuft vor allem auch aus. Aber das Krasse ist halt auch, man wird hier wirklich in Ruhe gelassen und nicht so blöd angeguckt wie in Deutschland. Als juckt die scheinbar weniger, dass man hier filmt. Das ist wirklich krass, das finde ich schon mal sehr positiv. Schaut euch das mal an, hier kann man einfach Rolex kaufen. Die sehen auch sogar real aus hier. Das ist ja ein offizieller Laden. Leute, schaut euch mal das an, das ist einfach so gecroppt. Also das Format ist das falsche und haben die es einfach breit gemacht. Sieht total weird aus, ey. So ein Sofa. Hallo. Hey, so Leute, jetzt habe ich hier so einen Laden gefunden. Ich habe jetzt mal hier die Nummer 40 probiert. Hähnchenburger mit Pommes und ein Wasser. Ich bin mal gespannt, was das hier kostet. Schaut euch das mal die Preise, das ist richtig krass. Das ist, glaube ich, geteilt durch 4 alles. Also richtig günstig hier. Ich hoffe jetzt mal auf irgendwas, mein Magen das vertragen wird. Sonst wäre es schlecht. Ich muss noch 20 Minuten zum Hotel fahren. So Leute, jetzt geht's los im Auto. Diese Bushaltestellen hier, die sind total klimatisiert. Ich gehe einmal kurz rein. Ich muss schon sagen, es ist richtig viel hier drin. Hier sind wir schon der Bus. Mal raus hier, rein in die Hitze. So Leute, auf jeden Fall, mir ging es nicht gut, deswegen bin ich jetzt im Hotel und teste das. Einmal wie das Wasser, ganz normales Wasser, schmeckt ganz okay. Und jetzt haben wir hier dieses Ding, ich glaube 2,50 Euro hat das gekostet. Oh ja, yeah, hier haben wir noch so eine Tüte Ketchup. Oh, hier sind sogar Pommes mit bei. Ja gut, auf dem Bild waren Pommes abgebildet, aber die paar Pommes, die kann man sich echt sparen, oder? Jetzt mal Real Talk. Schmecken die? Ja, ich muss jetzt irgendwie, die sind jetzt kalt, aber... So sieht das Ganze aus. Ist jetzt ein bisschen vermatscht, ist so ein Chicken Burger Sandwich. Salat sieht nicht so nice aus. Schmeckt aber gut. Geht besser, aber für das Geld kann man nichts sagen. Ich würde den ganzen 6 von 10 geben.